Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Schattenläufer-Box von Akaz. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Schattenläufer von Akaz aus dem Jahr 2016. Wir haben hier den Interpreten vor schwarzem Hintergrund mit einer schwarzen Jacke, relativ düster gestaltet das Ganze. Oben lesen wir No Return Records präsentiert in roter Schrift. Und hier unten Akaz Schattenläufer. Es ist eine dünnere Kartonbox, also vom Material her ist etwas nicht so gestärkter Karton, sondern dünner. Die Unterseite blank schwarz. Auf der rechten Seite lesen wir Akaz Schattenläufer. Und hier noch klein im Eck NRT, 25 Boxset, also No Return. Oben ebenfalls schwarz, links Akaz Schattenläufer und Rückseite schwarz und Credits und Barcode. Gut, dann kommen wir schon zum Inhalt. Jawohl, die Box ist leer. Machen gleich wieder zu. Gehen wir zur Seite. Also, wir haben hier einmal ein exklusives Textbuch, ein Poster, ein T-Shirt, eine Bonus-Disc, das ist glaube ich die Bonus-EP und das Album Schattenläufer an sich. Gut, wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Akaz Schattenläufer, was gleich mal auffällt, super Jewel Case, freut mich sehr. Hier links lesen wir Akaz Schattenläufer, ebenso wie hier. Und im Gegensatz zum Boxcover haben wir im Hintergrund etwas Farbe. Es sieht so ein bisschen nach 3D aus, so in dieser Rot-Türkis-Rot-Grün-Optik. Und es sieht so, ja, für mich ein bisschen so wie Chinatown oder so aus. Hier so die ganzen Geschäfte mit den Rollläden verschlossen und hier steht irgendjemand. Ich glaube, der hat ein Messer in der Hand, wenn ich es richtig erkenne. Also sieht relativ düster aus, diese Gasse. Möchte man nachts wahrscheinlich nicht rumlaufen. Und hier oben noch Leuchtreklame NRT zu lesen. Gut. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist und es sind 20 Tracks an der Zahl. Also jede Menge Musik. Gibt es ja heutzutage auch relativ selten, dass man so viele Tracks auf ein Album packt. 20 Stück, freut mich sehr. Die Tracks bzw. die Features sind leider echt schwer zu lesen, weil es so relativ klein und dünn geschrieben ist in Rot. Wir haben Features von Grigio Stalker, Tarot, Raptor, Tarot, Kafik, Kon Gorilla, Kafik und nochmals Tarot. Meine Lieblingstracks sind vor allem zwei Stück und zwar einmal Track Nummer 17, Sandschloss und Track Nummer 20 mit Tarot, Wiedersehen. Ich hoffe, man kann das hier halbwegs erkennen und ihr könnt die Tracks hier lesen. Wir haben hier auf der Rückseite den Interpreten Akaz nochmal, also von der Rückenansicht. Genauso wie vorne, nur halt eben hier von hinten zu sehen, wie er diese Gasse durchschreitet. Credits und Barcode. Auf der Seite lesen wir auch nochmal Akaz Schattenläufer. Dann schauen wir mal hinein. So. Was haben wir hier? Akaz Schattenläufer. Hier die Credits. Und dann haben wir nochmal die Tracklist inklusive der Features aufgelistet. Ja, das könnte man eventuell als Wendecover verwenden. Mal diese Gasse hier mit diesem NRT-Leuchtreklamenschild. Ich werde es bei diesem hier belassen. Die CD sieht so aus, in schwarz und rot gehalten, Akaz Schattenläufer zu lesen. Und dann haben wir hier wieder die Gasse. Hier ist auch noch Autos zu sehen. Also es bleibt weiter in diesem Artwork, also in dieser düsteren, in dieser Gasse spielt sich das Ganze ab. Dann haben wir die Bonus-Disc, meines Wissens eine Bonus-EP. No Return Records präsentiert, lesen wir hier oben. Akaz Schattenläufer Bonus-Disc.
Und wir haben 5 Tracks an der Zahl. Features von Kafik, Nex und Cone Gorilla. Das Ganze in einer Papphülle gehalten. Ui, und die CD gefällt mir von der Optik richtig gut. Also hat so eine Mini-Vinyl-Optik, hier auch mit den Rillen, sehr schön gemacht. Und auch in schwarz gehalten, feiere ich richtig. Also ich stehe immer drauf, wenn das irgendwie eingefärbt ist, wenn das nicht so Standard in diesem Silber, dieser CD-Farbe ist, aber das kann auf jeden Fall was, finde ich echt gut, gefällt mir richtig gut. Dann haben wir ein exklusives Textbuch, also quasi ein erweitertes Booklet, in dem wir wohl die ganzen Texte zu den Tracks finden, jawohl. Also hier haben wir zum Beispiel den ersten Track. Fühlt sich auf jeden Fall sehr hochwertig an, weil die Seiten echt dick sind vom Material her, gut gedruckt. Und hier haben wir jeden Track einzeln. Keine Fotos oder sonstigen Aufnahmen hier drin, aber wirklich jeder Text Wort für Wort hier abgedruckt. Bis zum letzten Track wiedersehen. Freut mich immer, wenn die Texte dabei sind. No Return Records macht das eigentlich ziemlich konsequent, dass sie die Texte immer mitgeben. Haben ja auch immer sehr viel Text in ihren Tracks dabei. Kann man gut nachlesen, mitrappen, falls man was nicht verstanden hat. Freut mich das immer. Schön gemacht. Und dann haben wir noch ein Poster. So sieht das Ganze aus. Also wir haben hier den Interpreten. Oben lesen wir wieder No Return Records präsentiert. In roter Schrift. Und dann haben wir hier das Foto des Covers, das Coverfoto im Hochformat. Akats Schattenläufer lesen wir hier. Rückseite blank, also einseitig zu verwenden. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein T-Shirt. So sieht das aus. Also, erinnert mich jetzt rein vom ersten Eindruck ein bisschen so an Rocky Balboa. Rocky, der hier im Winter joggen geht, draußen trainieren geht. Aber es dürfte sich wohl um Akats handeln. Das T-Shirt in schwarz gehalten, hier mit so weiß bzw. grauem Aufdruck. Akats, hier die Farbe, der Schriftzug tropft, verrinnt hier runter. Und dann haben wir hier eine relativ tristen Landschaft. Sieht relativ karg aus, das Ganze. Den Interpreten stehen. Meines Wissens konnte man sich den Schriftzug oder den Aufdruck in 3 Farben machen, weiß, blau oder rot. Ich bin mir so nicht sicher, ob es nur den Schriftzug betroffen hätte oder auch hier den Rest. Ich habe mich in dem Fall für weiß entschieden, weil ich es damals nicht, nicht gewusst habe oder nicht gecheckt habe, dass man das Ganze auch im Online-Shop entsprechend einfärben kann. Deswegen ist mein T-Shirt nur in schwarz und weiß, sonst hätte ich es natürlich in schwarz, weiß und rot gemacht. Ihr kennt meine farblichen Präferenzen. Neckprint haben wir keinen. Und wir haben es zu tun mit einem B und C in der Größe M. Warum M? Ich konnte die Größe damals frei auswählen, deswegen habe ich mich für M entschieden. Das habe ich geschafft. Die Größe habe ich geschafft auszuwählen, allerdings den Druck, die Farbe auszuwählen, das habe ich leider verpennt. Gut, und wir haben hier 100% Baumwolle und Made in Bangladesch. Grüße gehen raus, schauen wir uns gleich noch im Detail an, wie das Ganze aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier den Schriftzug oben quer über die Brust, Akats, und dann hier diese triste Landschaft mit dem Künstler, der hier mit dem Rücken zu uns steht. Das Ganze in weiß und grau gehalten auf dem schwarzen T-Shirt. Wie gesagt, den Druck konntet ihr farblich auch ein bisschen variieren. Also ich habe in dem Fall schwarz und weiß, war aber auch in schwarz und blau oder schwarz und rot möglich. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe M. Wie gesagt, T-Shirt-Größe konntet ihr euch frei auswählen, genauso wie den Druck von der Farbe her. Das Ganze über den No Return Records Shop verlinke ich euch natürlich in der Videobeschreibung, weil über Amazon war das Ganze meines Wissens nicht erhältlich. Das Poster im Hochformat, einseitig bedruckt. Das Textbuch zum Album Schattenläufer. Die Bonus-EP, die Bonus-Disc zum Album Schattenläufer und das Album an sich im Super Jewel Case.
Das alles in dieser wunderbaren Box Schattenläufer von Akaz. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Akaz unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.